Herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 3. Ja, wir sind in der Rolle von Valentina Antolini und suchen nach dem Geheimeingang in die Katakomben. Und zur Kapelle, die Marcus dort errichtet hat. Wir haben jetzt schon von ihr den Hinweis bekommen, dass diese alten Geheimgänge oft nicht luftig sind. Das heißt, da gibt es irgendwelche Luftzüge, die wir also ermitteln können. Deshalb werden wir uns jetzt einfach mal in allen Räumlichkeiten so umschauen. Ich denke mal, wirklich findig werden wir dann wohl im Keller. Gehe ich jedenfalls erstmal von aus. Schauen wir einfach mal. So, die beiden Sachen hatte ich ja jetzt schon. Hier haben wir noch den Teppich. Vielleicht ist da der Geheimgang drunter. Bin ich das erste Mal. Der Boden in der Bibliothek liegt höher als die restlichen Räume im Erdgeschoss. Vielleicht verbirgt sich darunter der geheime Zugang. Oder auch nur eine altmodische Fußbodenheizung. Ja, dann musst du mal nachschauen. Der Boden in vielleicht verbirgt. Okay, ich probiere das jetzt mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Tatsächlich. Ich würde den Teppich irgendwie wegnehmen. Die Flamme brennt gleichmäßig. Aber ich glaube, hier würde man jetzt auch nicht mehr so viel merken, wenn das alles zugedeckt ist, oder? Naja. Hauptsächlich Lexika und Biografien über britische Lords. Hier habe ich das Buch über die Hüter gefunden. Ja, hättest du es mal dagelassen. Darren hätte es auch gebrauchen können. Hauptsächlich Lexika. Okay. Da machen wir dann auch mal den Test, oder was? Nö, geht nicht. Eine mächtige Säule. Die Holzverkleidung ist mit Schnitzereien verziert. Hier gibt es nur britische Literatur. Shakespeare und Co. Die habe ich alle schon durch. Na gut. So, dann der Test. Oh, hier geht's. Und bei der Säule geht's. Okay. Die Flamme brennt gleichmäßig. Da ist es also schon mal nicht. Na also, die Flamme flackert an dieser Stelle. Hier gibt es einen Luftzug und der Raum hier hat keine Fenster. Vielleicht hast du nur drauf geatmet. Ich vermute, hinter der Säule oder in der Säule befindet sich ein Hohlraum. Nur, wie komme ich da rein? Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Diese Tafel hier lässt sich abnehmen. Dahinter befindet sich eine Metallwand. Und hier gibt es noch ein seltsam geformtes Loch. Ein Schlüsselloch, tippe ich mal. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hätte ich gedacht, wir müssen nochmal durch den Keller kriechen. Das Loch hat die Form eines Zahnrads. Ein normaler Schlüssel passt hier auf keinen Fall. Na gut, das heißt, wir müssen jetzt diesen Schlüssel finden. Dann begeben wir uns mal auf die Suche. So, hier haben wir jetzt, glaube ich, alles gesehen. Dann untersuchen wir noch die anderen Räume. Okay, mit ihr können wir jetzt natürlich nochmal alles anschauen. Das Adelswappen der Familie Gordon. Ein Wappenschild mit blauem Grund und 5 goldenen Lilien. Ja, der Globus und der Grundstein. Unter dem Grundstein war früher der Eingang in die Katakomben, aber Marcus hat ihn versiegeln lassen. Damit keiner wieder da rankommt, also wahrscheinlich an den Black Mirror und auch in die Kapelle dort. Komisch, dass es da einen anderen Weg dorthin gibt, oder? So einen riesigen Globus habe ich schon mal in einem Museum in Moskau gesehen. Er bestand auch aus Metall. Ich weiß noch, dass Australien nur zur Hälfte darauf abgebildet war, weil man es bei der Anfertigung noch nicht komplett kartografiert hatte. Das ist auch lustig. Okay, den können wir nicht mehr anschauen.
Aber der Grundstein, der wird dann vielleicht nochmal wichtig. Unter dem Grundstein war früher der Eingang in die Katakomben. Okay. Ist sie eigentlich ein Tagebuch? Nee, hat sie nicht. Okay, ist also wirklich nur Darren vorbehalten. Im Keller waren noch alte Fliesen gelagert. Hätte sie nicht jemand von damals aufbewahrt, hätte der gesamte Boden neu verlegt werden müssen. Ist ja praktisch, ne? Ja, jetzt kannst du mir mal erklären, warum das ganze Zeug hier drinnen liegt. Ich wollte, dass der Schutt in der Halle gelagert wird, damit sich die Jugendlichen, die sich manchmal am Schloss treffen, nicht verletzen. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass es so viel werden könnte. Und ich meine, wenn du das jetzt vor dem Schloss, also direkt hier noch auf dem Gelände, ablagerst, um das dann abtransportieren zu lassen, dann haben die Jugendlichen da auch einfach mal nichts zu suchen, oder? Das ist halt Baustelle. Ich sehe keine Möglichkeit, durch diese Tür zu kommen. Mich auch nicht. Hat jemand ganz schön viel Schutt vorgekippt. So, dann haben wir die Küche, das Teezimmer. Gehen wir mal ins Teezimmer. Na? War hier gerade was? Schreibtisch und der schwarze Fleck. Wird das irgendwie größer? Hier sind nur Victorias Unterlagen. Kontoauszüge, Rechnungen und so weiter. Die sind nicht hilfreich. Ja, hier das aktuell nicht. Schwarzschimmel. Laut Greg kommt der vom Löschwasser, das einen hervorragenden Nährboden für Schimmelpilze bietet, wenn es erst in die Wände gezogen ist. Aber wir haben ja bei dem Schwarzschimmel in dem Hügelgrab die Kugel gefunden. Also ich frage mich, ob das noch irgendwie ein Hinweis auf irgendwas ist. Schwarzschimmel. Greg wollte die Standuhr reparieren, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Nee, wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Jedenfalls nicht von Greg. Pferde mochte ich nicht mal als Mädchen. Kleine Tiere sind mir lieber. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Pferdefan, aber... Also ich würde mir jetzt auch sowas nicht hier hinstellen oder so. Aber der Inhalt ist trotzdem ganz nett, Valentina, auch wenn du ihn nicht kennst. Ein schlichter Marmorsockel. Gefällt mir fast besser als die Skulptur darauf. Eine Statue der Jungfrau Maria. Sie wird für ihre Demut und ihren festen Glauben an Gott verehrt. Okay, hier ist aber dann auch nichts weiter. Dann gehen wir mal in die Küche. Da können wir dann eigentlich auch direkt den Keller mal unter die Lupe nehmen. Vorausgesetzt, er ist natürlich aufgeschlossen. Aber Darren hatte ja gesagt, er möchte alle Türen offen lassen. Es soll keine Geheimnisse mehr geben. Hier in der Küche war der Brandherd. Der Raum oben war, glaube ich, das Zimmer des Butlers. Okay, da drüber hat also Bates gewohnt. Bei der ersten Begehung mit den Handwerkern wäre ich fast von einem Deckenbalken erschlagen worden. Darum die Stützen. Ist aber schon ein bisschen gefährlich denn hier, oder? Eigentlich müsste der Raum doch dann abgesperrt sein. Das schöne Geschirr hat den Brand nicht besonders gut überstanden. Ich habe die Reste oben in Kisten verstaut. Ich meine, das auch neu zu erneuern, ich meine, diese ganzen Balken zu entfernen, neue Balken einzuziehen. Also man muss ja wirklich die komplette Decke bzw. den Boden von der Etage drüber komplett erneuern. Das ist echt schon richtig viel Arbeit, wow. Ist das der Balken, der dich fast erschlagen hätte? So, hier geht's nur zurück. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, ob der Keller offen ist. Das sieht gut aus. In diesen Fässern wird sicher Wein gelagert. Okay, sie möchte keinen Wein. Wie geht's in den Keller? Ich bin auch gespannt, ob sie überhaupt in den Keller geht. Ein Kehrblech und ein Handfeger. Für den jetzigen Zustand des Schlosses eindeutig zu kleine Putzutensilien. Ja, man bräuchte eigentlich so eine ganze Horde Handwerker hier.
Der Hauptstrom im Keller ist aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Der Lichtschalter funktioniert also leider nicht. Na gut, aber wenn es der Sicherheit dient, ne? Der Zugang zu den Katakomben ist in der Bibliothek. Kein Grund mehr, in den dunklen Keller zu gehen. Ah, okay. Aber dann hätte ich vielleicht vorher da runtergehen können, ha? Haben wir einfach zu schnell den Geheimgang gefunden. Ach, Mann. Alles klar, dann spazieren wir mal nach oben. Hier gibt es ja auch noch so ein paar Sachen zu sehen. Zum Beispiel hier. Als ich hierher gekommen bin, war dieser Raum unbenutzt. Ich habe alles noch Brauchbare hier reinbringen lassen. Ja, der war bestimmt seit 12 Jahren unbenutzt. Seit Roberts Tod. Gemälde verraten viel über die Zeit, in der sie gemalt wurden. Diese hier sind zum Glück durch den Brand nicht so stark beschädigt. Okay. Ja, sonst gibt's ja auch nichts weiter. Dann wieder raus. Vielleicht können wir bei Victoria noch was finden. Wenn sie die Hüterin war, muss sie doch irgendwie eine Ahnung haben oder gehabt haben, wie man da reinkommt in diese Katakomben, oder? Lady Victoria war immer sehr aufmerksam, wenn ich im Raum war. Ich hatte kaum Gelegenheit, mich hier umzusehen. Sie wird es jetzt verstehen. Ja, du hättest, also wenn bewusst oder klar ist, dass Victoria die Hüterin ist, die aktuelle, dann hätte man sie ja auch mal aufklären können, oder? Victorias Ankleideraum. Der einzige Bereich in diesem Zimmer, in dem ich mich umsehen konnte. Allerdings vergeblich. Es gibt dort wirklich nur Klamotten. Die Geräte habe ich ja ganz vergessen. Sobald das alles hier vorbei ist, werde ich sie abholen lassen. Moment. Hier liegt noch eine Spritze mit Adrenalin. Ich nehme es mit, nur für den Notfall. Ja, das kannst du Adrian dann geben, wenn er einen Herzstillstand erleidet. Ich finde sowieso, ich meine, wieso ist sie denn so plötzlich abgereist? Was war denn da los? Und wo ist sie überhaupt hin? Sie hat ja alles einfach stehen und liegen gelassen und war weg. Oder ging es dann darum, dass die Hüterin gestorben ist? Das Bild einer wunderschönen Frau. Ich nehme an, es ist Maria. Das sind alles Dinge, die Victoria sehr am Herzen lagen. Für mich ist jedoch nichts von Interesse dabei. Okay, dann nicht. Hier ist vielleicht noch was. Obwohl es Victoria in ihren letzten Tagen schon sehr schlecht ging, hat sie trotzdem immer noch viel Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild gelegt. Und ihr Schmuckkästchen. Hier ist nur Schmuck drin. 2 Halsketten, ein paar Ohrringe und Ringe. Alles aus Silber und sehr stilvoll. Huch, das Schmuckkästchen wiegt mindestens 5 Kilo. Und was ist das? Auf der Unterseite ist noch sowas wie eine Klappe, aber wie bekomme ich die auf? Ich kann kein Schlüsselloch oder irgendwas in der Art entdecken. Ich werde es Adrian zeigen, sobald er wieder wach ist. Vielleicht kennt er sich damit aus. Bestimmt. Ich meine, der hatte das Ding doch auch schon in der Hand. Adrian, wie geht es dir? Oh, wie verkatert. Oh, was ist denn passiert? Du bist während des Exorzismus plötzlich bewusstlos geworden. Hat es denn funktioniert? Ist Mordred weg? Was ist mit meinen Augen? Hä? Sind sie immer noch schwarz? Von hier sieht's nicht so aus. Deine Augen sind wieder normal. Zumindest im Moment. Ich befürchte aber, dass das nicht lange so bleiben wird. Ich habe es geahnt. Wieso bin ich im Schloss? Ich dachte, ich wäre hier nicht sicher. Das stimmt, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Edward hat mir geholfen, dich herzubringen. Edward? Und wo ist Vater Frederick? Er ist noch in der Kirche.
Wir gehen später wieder zu ihm. Okay, jetzt verschweigt sie ihm auch noch, dass er das nicht geschafft hat. Aber das würde Adrian wahrscheinlich maßlos nach unten ziehen. Es gab ein paar Komplikationen. Ah, dann hat es nicht funktioniert. Leider nicht. Mordred scheint sich allein mit Gebeten nicht austreiben zu lassen. Seltsam. Dabei klappt das im Film doch immer. Vielleicht war es das falsche Drehbuch. Die Bibel, ja. Vater Frederick, ja. Vielleicht erzählst du mir jetzt. Vater Frederick ist ausgestiegen. Mordreds Macht war zu viel für ihn. Wir müssen uns beeilen, wenn wir dich noch retten wollen. Worauf warten wir dann noch? Ich fühle mich fast gut. Auf jeden Fall bereit für den Endspurt. Okay, das ist doch schon mal sehr motiviert. Ich habe noch eine andere Idee, wie wir Mordred loswerden können. Dazu müssen wir aber zum Black Mirror, dorthin, wo der Fluch begann. Wo alles begann. Genau das hat Victoria zu mir gesagt. Kurz bevor sie starb. Ich soll dorthin, wo alles begann. Nur habe ich keine Ahnung, wo das ist und wie ich dorthin komme. Aber dann wusste Victoria tatsächlich ja mehr als zum Beispiel Valentina, wenn sie gesagt hat, er muss dorthin, wo alles begann, also zum Black Mirror, wo Mordred den Fluch ausgesprochen hat, beziehungsweise wo er wahrscheinlich auch ja, sich selbst verändert hat, von irgendwelchen Dämonen oder Geistern, was auch immer, besessen wurde oder wie man sich auch immer das jetzt erklären möchte. Und ja, hatte ja auch den Hinweis auf das Buch der Hüter gegeben. Vielleicht sollten wir das nochmal genauer lesen. Ich habe etwas Interessantes in der Bibliothek entdeckt. Ich denke, es ist eine Art Geheimtür zu den Katakomben. Eine Geheimtür in der Bibliothek? Soll ich raten? Sie ist fest verschlossen und du hast keine Ahnung, wie man sie öffnet. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Wieso nicht? Ich habe ja sonst nichts vor. Alles klar. Jetzt haben wir Valentina und Darren. Aber wir wollten ihm ja erstmal dieses Kästchen hier geben. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man das aufbekommt? Ich meine das Geheimfach auf der Unterseite. Scheint ein sehr komplizierter Mechanismus zu sein. Ja, so geht's natürlich auch. Ja, Darren hat keinen Bock mehr auf Rätsel. Jetzt machen wir es auf die brutale Art. Ein goldener Schwertgriff aus Victorias Schmuckkästchen. Er ist mit 4 Edelsteinen, wahrscheinlich Rubinen, verziert. Es gibt noch eine 5. Fassung, aber dort scheint der Stein zu fehlen. Ob das Teil in dieses Schlüsselloch passt? Weil wenn natürlich ein Stein fehlt, dann werden wir da noch was suchen müssen. Aber das könnte passen. Ich wechsle jetzt mal zu Darren kurz. Ich möchte mal mit ihm noch so ein paar Sachen durchgehen. Erstmal das hier. Das hatten wir schon gelesen. Das auch. Mein erster Exorzismus. Was sagt man dazu? Victorias Krankenschwester ist eine Vatikanagentin, kaum zu glauben. Früher hätte ich über so jemanden gelacht, aber in meiner jetzigen Situation bin ich wirklich froh über ihre Hilfe. Vielleicht wird doch noch alles gut. Wenn ein Exorzismus Mordred vertreiben könnte, muss ich es versuchen. Ich muss einfach. Die Methode Samuel bleibt mir immer noch. Das Einzige, was uns noch fehlt, sind ein paar Dinge von Mordred. Irgendetwas, das ihm gehört und etwas, das ihn anlockt, ihn wütend macht. Ich habe noch nie gebetet, aber ich war auch noch nie von einem 800 Jahre alten Dämon besessen. Also was soll's. Herr im Himmel, steh mir bei. Es ist noch nicht vorbei. Beim Aufwachen habe ich wirklich gedacht, alles wäre gut gegangen. Hab mich gut gefühlt, irgendwie befreit. Aber dann habe ich Valentina gesehen und wusste, dass es noch nicht vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Jetzt geht's erst richtig los.
Wir müssen zu dem Ort, den Victoria von Anfang an gemeint hat. In die Höhle des Löwen. Zum Ursprung all diesen Übels, zum Black Mirror. Allein hätte ich den Weg nicht gefunden. Und selbst wenn, ich weiß nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, ihn zu gehen. Aber jetzt, mit Valentina, scheint es nicht mehr unmöglich zu sein. Geheimgang. Warum gibt es in alten Schlössern eigentlich immer Geheimgänge? Das Schloss haben doch Mordred und Markus zusammen erbaut. Wenn auch erst als kleinen Burgfried. Später hat Markus es weiter ausgebaut und mit Schutzvorrichtungen aufgerüstet, um das Geheimnis zu bewahren. Oder ist der Gang aus späterer Zeit? Das ist eine gute Frage, die sich mir auch schon gestellt hat. Aber vielleicht finden wir ja noch eine Lösung. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich würde gerne nochmal in das Buch der Hüter schauen. Hier steht die Geschichte über Marias Tod. Im letzten Zweikampf mit meinem Bruder warf sie sich da... Da muss auch noch mehr stehen, Darren. Ich finde immer das Gleiche. Des Hüters oberste Tugend ist der Glaube. Sowohl in Gott, seinen Herrn, als auch in sich selbst. Können wir das jetzt hier mal... Wenn es Dämonen und Portale in andere Welten gibt, ist die Existenz von Gott vielleicht doch nicht ganz so abwegig, wie ich bisher dachte. Hier, Valentina? Nee, doch nicht, schade. Das Buch aus dem Ritualraum. Keine Ahnung, wie ich da dran gekommen bin. Aber das ist auch egal. Sämtliche Seiten sind leer. Du könntest sie noch mit deinem Blut besprenkeln. Der Brief stammt von einem Schreiber des Papstes Innozenz des Dritten. Darin steht die weitere Vorgehensweise bezüglich des Zwischenfalls mit Mordred. Brief des Heiligen Vaters Papst Innozenz des Dritten an den getreuen Lord Marcus Gordon, Duke of Black Mirror. Bester Lord Marcus Gordon, ich schreibe in großer Sorge über die Entwicklungen im Fall Mordred. Meinen Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise ist umgehend Folge zu leisten. Als erstes verlange ich strengste Geheimhaltung und die Versiegelung sämtlicher Zugänge zum Ritualraum. Des Weiteren soll eine Akademie eingerichtet werden, um die Möglichkeiten für die 5 kleinen Portale genauer zu erforschen. Was das große Portal angeht, so sind sämtliche Aufzeichnungen dazu umgehend in das Archiv des Vatikans zu übersenden, da das Bekanntwerden seiner Existenz das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern würde. Das Sprechen, Denken und Schreiben über das Schattenportal ist ab sofort ein Akt der Ketzerei und muss nach den Regeln des 4. Lateranum bestraft werden. Die Gordons sind von heute an bis auf päpstlichen Widerruf dafür verantwortlich, dass niemals jemand dem Schattenportal zu nahe kommt. Mit großem Vertrauen in euch und unendlicher Zuversicht in Gott sende ich euch meinen apostolischen Segen. Aus dem Vatikan, 29. September 1213, am Festtag des Heiligen... Okay, da stand es jetzt auch noch mal drin... Aber das heißt ja eigentlich, dass der Papst dafür gesorgt hat, dass keiner versucht hat, diese Portale zu vernichten, letztlich. Das erklärt zumindest schon mal, warum das bis dahin keiner versucht hat. Und jetzt sind sie natürlich größtenteils einfach zerstört auch. Oder zumindest nicht mehr zugänglich. Interessant wäre trotzdem zu wissen, wo die überhaupt herkommen und wie die entstanden sind. Aber ja, das wissen wir noch nicht. Die Zeit ist an der Stelle auch um, deshalb machen wir dann mit Darren und Valentina im nächsten Video weiter. Bis dann. Tschüss.